Wir sind heute bei der Sura Al-Kafirun. Suratu Al-Kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abidun ma a'bud, wa la ana a'abidun ma a'abattum, wa la antum a'abidun ma a'bud, lakum dinukum wa liyadin. Diese Sura Al-Kafirun. Al-Kafirun ist die Mehrzahl von Kafir. Und der Kafir, dieser Name, ist seine Bezeichnung. Okay? Es ist keine Beleidigung, wie manche denken, sondern es ist eine Bezeichnung. Und es wird oft als Ungläubiger übersetzt. Aber das ist keine genaue Übersetzung. Al-Kafir kommt vom Wort Kufr. Und Kufr bedeutet etwas bedecken. Etwas verdecken. Und in der Regel bezeichnet man Kafir jeden, der kein Muslim ist. Jeder, der kein Muslim ist, ist ein Kafir. Also nicht Muslim. Und man bezeichnet auch damit jemanden, der den Islam als Botschaft bekommt, versteht und ablehnt. Diesen nennt man auch Kafir. Und man nennt denjenigen, der einen großen Kufr macht und ihn bewusst macht mit Wissen und Gewissen, den nennt man auch Kafir. Das heißt, Kafir bedeutet jemand, der etwas leugnet, die Wahrheit leugnet, den Islam ablehnt. So einen nennt man Kafir. Und die Mehrzahl davon ist Kafirun oder Kafara oder Kuffar. Und diese Sure ist eine Sure der Lossagung. Suratu al-Bara'ah. Und im Islam haben wir eine grundlegende Sache, die nennt man Al-Wala'u al-Bara. Die Loyalität und die Lossagung. Das ist eine der Grundformen der Glaubensbasis im Islam. Jemand, der Al-Wala'u al-Bara nicht verstanden hat, nicht praktiziert, der hat den Iman nicht richtig praktiziert. Was bedeutet das? Das bedeutet die Loyalität zu Allah und seinem Gesandten und der Religion und den Muslimen und die Lossagung vom Schirk und dessen Anhänger. Die Lossagung vom Götzendienst und die Lossagung von den Götzendienern. Das heißt, der Muslim, ja, trägt seine Loyalität von Grund an für die Muslime. Und er sagt sich los von allen Nicht-Muslimen. Seien sie Juden, Christen, Buddhisten, Götzendiener. Das heißt aber nicht, dass er ihnen Gewalt antut, das heißt nicht, dass er sie schlecht behandelt. Nein, das ist eine Glaubensfrage hier. Das ist eine Sache von Glauben. Genauso wie der Jude Loyalität zu den Juden trägt und der Christ trägt Loyalität zu den Christen. Genauso der Muslim. Der Muslim trägt seine Loyalität von Grund an, ja, trägt er sie für seine Glaubensgeschwister. Und er sagt sich los von allen, die nicht dem Islam gehören. Qul, O Muhammad, sag, Ya ayyuhal kafirun, O ihr Ungläubigen, das heißt diejenigen, die nicht an Allah glauben, an den jüngsten Tag glauben, nicht an die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. La a'budu ma ta'budun. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Ihr betet das Kreuz an, ihr betet Steine an, ihr betet Menschen an, ihr betet Gesetze an, ihr betet eure Lust an. Ich bete das nicht an. La a'budu ma ta'budun. Ich sage mich los von dieser Anbetung. Für mich ist das Christentum falsch. Für mich ist das Judentum falsch. Für mich ist der Buddhismus falsch. La a'budu ma ta'budun. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Ich gehöre nicht zu den Christen. Ich gehöre nicht zu den Juden. Deswegen feiere ich kein Weihnachten. Deswegen feiere ich keinen Geburtstag. Deswegen feiere ich kein Ostern. Warum? Weil ich Muslim bin. Genauso wie der Jude kein Eid feiert und der Christ kein Eid feiert. Sei es Eid al-Adha oder Eid al-Fitr. Ja, er sagt, ich mach das nicht. Warum machst du das nicht? Er sagt, ich bin Jude. Ich bin kein Moslem. Der Christ genauso. Er sagt, ich faste nicht im Monat Ramadan. Warum nicht? Ich bin Christ. Ich mache sowas nicht.
Genauso muss aber der Muslim sein. Aber was ist das Problem heute? Das Problem ist heute, dass du Muslime findest, die Weihnachten feiern, die Ostern feiern, die Geburtstag feiern, Karneval feiern. Und da sagt man, hey, du bist doch Muslim. Ja, aber ich feier zwar mit, aber ich glaube nicht daran. Ja, aber der Jude feiert kein Eid. Warum feierst du dann deren Feste? Zwingt dich jemand dazu, Weihnachten zu feiern? Es gibt kein Gesetz hier in Deutschland, was uns dazu zwingt. Dann sagt man, oh, ihr seid gegen Integration. Nein, wir sind nicht gegen Integration. Wir sind für Integration. Aber wir sind gegen Assimilation. Es ist falsch, einen Juden dazu zu zwingen, Bayram zu feiern. Das ist falsch. Warum soll man ihn zwingen? Er ist Jude, lass ihn in Ruhe. Es ist falsch, einen Christen dazu zu zwingen, Ramadan zu fasten. Es ist falsch, es gehört gar nicht zu seiner Religion. Genauso aber ist es falsch, einen Muslim dazu zu zwingen, Weihnachten zu feiern oder Ostern zu feiern. Indirekt. Und man macht Druck auf die Muslime. Warum feiert ihr keine Weihnachten? Wie, du feierst kein Weihnachten? So, als ob das normal wäre. Hallo, es gibt Buddhisten, die feiern keinen Weihnachten. Es gibt Hindus, die feiern keinen Weihnachten. Warum ist das so seltsam, wenn ein Muslim sagt, ich feiere keinen Weihnachten? La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Und ihr betet nicht das an, was ich anbete. Ihr betet nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Ihr betet neben Allah Jesus an und das Kreuz an, Steine an und was es nicht noch so gibt. Denn die Anbetung darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Man darf keinen anderen anbeten außer Allah. Und eure Anbetung ist nicht aufrichtig zu Allah. Deswegen die einzige monotheistische Religion ist der Islam. Man sagt, die drei monotheistischen Religionen, das ist falsch. Christentum ist keine monotheistische Religion. Sie ist voller Götzendienst. Judentum genauso. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Feststellung. Das ist keine Beleidigung, das ist eine Feststellung, das ist unser Glaube, wir glauben daran. Und der Islam ist die einzige Religion, in der es den reinen Tauhid gibt, den reinen Monotheismus. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier zu Muhammad, dass er sagen soll, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Weil, also ihr betet nicht das an, was ich anbete. Ihr betet nicht Allah subhanahu wa ta'ala an. Und das zeigt uns, dass wenn jemand Beigesellung praktiziert, wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beigesellt, dann betet er in wahrer Form Allah nicht. Er betet nicht zu Allah in wirklicher Form. Warum? Weil er stellt Allah subhanahu wa ta'ala jemanden bei. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Nochmal eine Bestätigung. Und ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Ich sage mich los davon. Ich habe meine eigene Religion, ich habe meine eigene Identität. Wir sind zwar alle hier in diesem Land, wir sind Deutsche, ja? Wir sprechen die Sprache, wir helfen uns einander, wir sind Nachbarn, wir sind ein Volk, auch wenn das der ein oder andere Deutsche vielleicht nicht haben will, aber wir leben hier zusammen, wir teilen die Ängste und die Sorgen und die Arbeit und die Wohnräume und die Schulen, wir leben zusammen. Ja, wir leben zusammen. Jemand, der hier lebt und der denkt, ich kann nicht mit diesen Leuten leben, ich will nicht mit diesen Leuten leben, ich brauche nicht mit diesen Leuten leben, der kann gar nicht hier leben. Der muss dann dieses Land verlassen. Aber jemand, der sagt, nein, ich möchte mit diesen Leuten leben, um ihnen die Botschaft zu zeigen, um ihnen den Islam nahezubringen, auch wenn sie vielleicht dagegen sind, auch wenn sie es vielleicht nicht gerne haben wollen. Okay? Das heißt, wir bemühen uns darum, die Botschaft für die Nichtmuslime heranzubringen. Deswegen sind wir hier. Wir bemühen uns darum, den Nichtmuslimen ein gutes Beispiel zu sein. Und wir müssen ihnen zeigen, dass das Zusammenleben geht. Das Zusammenleben funktioniert eigentlich. Nur es gibt dann hier und da Extremisten und Radikale und Hasser, die voller Hass sind und die das nicht haben wollen. Sei es von der muslimischen Seite, wie auch von der nicht-muslimischen Seite. Al-Muhim. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ.
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Und ihr dient nicht dem, was ich diene. Ihr dient nicht Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Erstmal, man sagt, ihr betet nicht das an, was wir anbeten. Erstmal vom Angebeteten. Also ihr betet nicht Allah richtig an. Und ihr habt keine richtige Anbetung. Eure Anbetung ist nicht vollkommen. Denn die Anbetung, aufgepasst, die Anbetung, die bei Allah alleine angenommen wird, ist die Anbetung, die zwei Dinge beinhaltet. Zwei Dinge. Wenn eines von diesen beiden Dingen fehlt, nimmt Allah die Anbetung niemals an. Und das ist einmal der Ikhlas, die Aufrichtigkeit, dass die Anbetung alleine nur zu Allah gemacht wird. Und dann kommt nochmal das Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass man Allah alleine anbetet, klar, aber dass man in dieser Anbetung nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Dass man Allah so anbetet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gezeigt hat. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter: Lakum dinukum waliya din. Euch eure Religion und mir meine Religion. Euch euren Götzendienst und mir meinen Tawhid, meinen Monotheismus. Euch euer Christentum, mir mein Islam. Euch euer Judentum, mir mein Islam. Euch euer Buddhismus, mir mein Islam. Das heißt, hier bei der Religion trennen wir. Bei der Religion trennen wir. Bei allen anderen Dingen trennen wir nicht. Größe, Farbe, Hautfarbe, alles gar kein Problem. Ja? Die Muslime haben schon immer mit Juden und Christen zusammengelebt. Ja. Schau mal in der Türkei, wie viele Synagogen und wie viele Kirchen gibt es dort. Schau mal nach Marokko, schau mal nach Tunesien, schau mal nach Syrien, schau mal nach Palästina. In diesen ganzen Ländern gibt es Kirchen, gibt es Synagogen. Das zeigt, dass die Muslime mit den Juden und Christen schon immer zusammengelebt haben. Und wie hat das funktioniert? Durch den Islam. Durch den Islam. Denn der Islam sagt dir, du bist zwar Muslim, kein Jude, kein Christ, du musst dich trennen von den Juden und Christen in der Frage der Religion, aber trotzdem musst du sie gut behandeln. Trotzdem musst du korrekt sein zu ihnen. Trotzdem kannst du deine Spende an sie abgeben, wenn sie arm sind, wenn sie bedürftig sind. Deswegen, lakum dinukum waliya din, ist natürlich dafür da, dass man sich lossagt, aber es ist auch dafür da, um zu zeigen, dass es im Islam ein Prinzip der Toleranz gibt, ein Prinzip des Zusammenlebens. Ein bestes Beispiel dafür sind die muslimischen Länder. Ja, ich finde es immer sehr lustig, wenn wir auf der Straße sind und Broschüren verteilen oder Infoblätter verteilen und dann wird gesagt, bei euch in euren Ländern, warum gibt es in euren Ländern keine Kirchen? Warum gibt es in... Und dann sage ich, es gibt in unseren Ländern Kirchen ohne Ende. Und die Kirchen, die sind so alt, älter als jede Moschee hier in Deutschland. Die Kirchen, die bei uns in unseren Ländern sind, und die Synagogen, die sind älter als die Moscheen hier. Keiner darf sie anfassen. Keiner darf nur einen klitzekleinen Stein da wegnehmen. Deswegen finde ich es lustig, wenn diese Argumentation an den Tag gelegt wird, nach dem Motto, bei euch in euren Ländern. Ja? Bei uns in unseren Ländern gibt es Christen seit hunderte von Jahren. Juden gibt es seit hunderte von Jahren. Wenn der Islam so eine zerstörerische Religion wäre, eine Religion von Hass und Intoleranz und Mord und Totschlag, gäbe es keine Christen in unseren Ländern. Arabische Christen wohlgemerkt, keine europäischen Christen. Arabische Christen, die Gott Allah nennen und die Salamu alaikum sagen und die Alhamdulillah sagen und die Bismillah sagen. So welche Christen haben wir bei uns in unseren Ländern, also in unseren Herkunftsländern, weil wir sind ja Deutsche, Alhamdulillah, deutsche Muslime. Genauso Juden, arabische Juden gibt es.
Juden, die Araber sind, die Arabisch reden. Und die sagen genauso, Bismillah, Alhamdulillah, Allah, gar kein Problem. Und es ist bekannt, der Onkel so und so ist Christ. Und der Onkel so und so ist Jude. Und der Händler so und so ist Christ. Und der Händler so und so ist Jude. Gar kein Problem. Lakum dinukum waliyadin. Euch eure Religion, mir meine Religion. Es ist so krass im Islam, also der Islam geht sogar so weit, dass er den Juden und Christen erlaubt, in ihren Häusern, in ihren Gotteshäusern, ihre Religion auszuüben. Was du in Teilen dieser Welt bei Muslimen nicht vorfindest. In China zum Beispiel werden die Uiguren misshandelt, gequält, gefoltert und sie werden dazu gezwungen, ihre Religion aufzugeben. Im Islam gibt es das nicht. In der Sowjetunion damals, vor allen Dingen auch im Balkan, wo viele Muslime leben, wurden die Muslime dazu gezwungen, ihre Religion aufzugeben. Deswegen brauchen wir uns nicht zu wundern, bei vielen, nicht vielen, aber bei einigen älteren Balkanesen, die halt etwas weit von der Religion sind, vom Islam sind. Warum? Das hat einen Grund. Weil der Islam wurde im Balkan ohne Ende bekämpft nicht von der Sowjetunion direkt, aber von den Jugoslawen, von den Serben, die ja von der Sowjetunion sehr stark beeinflusst gewesen sind. Also das heißt vom Kommunismus. Aber der Islam hat das nicht. Der Islam sagt, guck mal, leb deine Religion aus, leb dein Leben, geh keinen auf die Nerven. Und alles ist gut. Das ist das Prinzip im Islam. Und so haben die Menschen die ganze Zeit gelebt. Schau dir mal Andalusien an. In Andalusien, es gibt jüdische Gelehrte, die sagen, dass die Blütezeit der Wissenschaft, der jüdischen Wissenschaft in Andalusien gewesen ist. Warum? Weil dort die Juden Freiheiten hatten und ihre Religion ausgelebt haben und sich im Wissen gestärkt haben. Das haben sie wo gemacht? In Andalusien, wo die Muslime gelebt haben. Viele von euch wissen nicht, warum die Muslime nach Andalusien gegangen sind, warum sie dort hingekommen sind. Manche der Geschichtsgelehrten sagen, dass die Muslime dort eingetroffen sind aufgrund der Bitte von einer Gruppe von Christen. Es waren Katholiken. Und ihr kennt ja den alten Konflikt zwischen den Protestanten und den Katholiken bis heute. Ja, ihr wisst ja, die Christen sind ja nicht alle gleich. Sie haben auch verschiedene Konfessionen, verschiedene Richtungen. Und es gibt diese beiden Hauptrichtungen. Das sind einmal die Katholiken und einmal die Protestanten, die Evangelisten. Und es gab schon immer Streit zwischen diesen Gruppen. Und das hat auch zu Kriegen geführt und zu Mord und Totschlag geführt. Und vor allen Dingen in Andalusien war es so, bevor die Muslime dort eingetroffen sind, haben die Protestanten ja manche von den Katholiken verfolgt und getötet und misshandelt. Und dann haben die Katholiken dann die Muslime darum gebeten, ja, in Spanien, Portugal, also das war halt Andalusien, Spanien und Portugal halt hineinzukommen, also dort hinzukommen, um sie zu schützen. Und dann kamen sie und haben gesagt, so stopp, Protestanten, Katholiken, bleibt locker, keiner soll den anderen foltern, keiner soll den anderen auf die Nerven gehen, ihr habt eure Religion, beziehungsweise ihr habt eure Richtung, ihr habt eure Richtung, ihr habt eure Konfession und ihr eure. So, jetzt Ruhe hier. Und dann gab es Ruhe. Ja, über Jahrhunderte. Alhamdulillah. Deswegen, lakum dinukum waliyadin. Euch eure Religion, euren Schirk, eure Anbetung und mir meine Anbetung. Ich habe meine Religion. Und ich bin stolz auf meine Religion. Ja, diese Sure, und damit schließe ich ab, zeigt uns, dass wir Muslime selbstbewusst sein müssen. Ich finde es immer sehr traurig, wenn Muslime sich für ihre Religion schämen, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, in der Universität. Du darfst dich nicht für deine Religion schämen, denn du trägst die Wahrheit, du trägst das Licht. Alles andere ist Dunkelheit. Wir sind tolerant gegenüber den anderen und so, klar, gar kein Problem, aber wir glauben fest daran, dass alle anderen Religionen Dunkelheit sind. Im Gegensatz zum Islam. Der Islam ist Licht.
Und du trägst dieses Licht. Du trägst die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Du trägst die Religion aller Propheten, aller Gesandten. Du trägst die Religion von Allah. Deswegen, warum schämst du dich? Warum bist du nicht selbstbewusst? Sei selbstbewusst. Sei stolz. Denn dieses Gefühl trägst du den Leuten, für die Leute. Weil Gefühle übertragen sich. Schau mal, wenn du auf der Arbeit, in der Schule, überall, wenn du so ein Angsthase bist, der sich für alles schämt, spüren das die Leute. Sie merken es. Sie spüren es. Und dann machen sie dich noch mehr runter, als sie es schon machen. Und dann mobben die dich vielleicht noch mehr. Stecken dich noch mehr vielleicht in die Ecke. Anstatt du stolz bist und Ehre zeigst, schämst du dich. Deswegen schäm dich nicht. Zeige deine Religion mit Stolz. Ohne natürlich hochmütig zu sein. Wir sind gegen Hochmut. Dass jemand versteht, ja, ich muss jetzt stolz hier durch die Straßen gehen und den Käfern am besten ins Gesicht spucken und so weiter, das ist verboten. Du musst stolz sein und gleichzeitig bescheiden sein. Ehre tragen und gleichzeitig Barmherzigkeit tragen. Mit dieser Verbundenheit wirst du es schaffen, dass die Leute vor dir Respekt haben. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Quraysh hatten etwas gegen ihn. Sie haben ihn bekämpft und so weiter, aber sie hatten Respekt vor ihm. Sie hatten Respekt vor ihm. Sie hatten Ehrfurcht vor ihm. Deswegen, wenn du Respekt haben willst, dann respektiere dich selber. Wenn du dich selber respektierst, dann wirst du auch Respekt haben. Deswegen seid stolz auf eure Religion. Liebt eure Religion. Stellt eure Religion über alles. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt euch Ehre. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt euch das, was ihr euch wünscht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ehre schenken und uns Glück verschenken und uns Stolz schenken.